Ich zieh dauernd an die Eier gucken. Skalbe. Okay, cool, darf ich mich bewegen, danke. Ich frag mich bis heute immer noch, ob man da eigentlich jemanden umbringen kann. Ich glaub nicht. Du kannst ja kaum dich so großartig bewegen. Und, was ich echt cool finde... Wie war das hier nochmal? Die Bewerbung in der Mitte. Du musst halt, wenn er nachdem er in die erste reingeguckt hat, musst du in die zweite. Das war immer so Zeitversetzt, oder? Ja, ja. Jetzt musst du hin. Halt in die reingehen, wo er eben schon drin war. Ja, da steht ja noch einer. Ja, so ist gut, wenn Double. So übel, ne? Oh ja. Müssen wir jetzt ihn spielen? Na, jetzt kannst du hinten raus, weil der zweite jetzt halt vorkommt, ne? Wir bleiben mal wieder liegen. Kannst du hier Raketen reingeflogen eigentlich? Nein, ich glaube schon. Können wir mal einen Tick schneller machen? Ja, jetzt kommt doch eigentlich nicht mehr so viel, oder? Nur noch mit unten werden, dann muss ich irgendwie rauskommen. Ja, du musst halt noch die Leute töten. Die Leute töten. Da kommen doch ein paar Security Guards. Ja? Ihr habt doch jetzt Waffen. Eins der Missionsziele ist 20 Mal auf ihn zu schießen, und ein anderes Missionsziel ist übrigens 6 Waffen zu töten. Aber wenn der paar Raketen abfängt, ne, dann kann man ja davon ausgehen, dass so eine Pistole nicht allzu viel Schaden ausrichtet. Das allerdings schon. Muss man doch unterstehen bleiben, nicht allzu viel. Das ist immer so ein bisschen wie gelebt. Ja. Deshalb haben wir ihn da ja auch in einer Mission mit den Wassertürmen da einfach so umgehauen. Okay, cool. Können wir weiter vielleicht? Danke. Over.
You better stop and treat that injury. Ouch. Boah, Alter, ist das eklig. Wir sind so eklig stockig dünn, ne? Ja. Ich bin schneller als du. Das ist gerade echt Spaß, ne? Oh, Alter. Junge, lauf doch gerade, du Hure. Ich glaube, da geht's nicht raus. Er schießt doch gleich erstmal eine Tür auf, oder nicht? Wieder. Wahrscheinlich. Lass dir Zeit. Es brennt ja nur alles. Wieso kann er die Tür aufmachen und ich nicht? Boah, verpiss dich, ey. Ja. Okay, Snack ist eine Waffe. Ach was, er hat keine jetzt, oder was? Doch. Ah. Ich muss 20 Mal auf ihn schießen und... Ja, aber da sollst du es nicht... Nee, ich kann mich gerade mal wieder nicht bewegen. Ja, ja. Da auf die Feuerlöscher schießen. Boah, lass mich. Ich glaube, hier zählen die noch nicht. Du sollst erst die Wachmänner da unten in der Halle töten, weißt du? Davon 6 Stück. Nehme ich ruhig die, ne? Automatische. Boah. Ey. Ja. Oh, ich muss ja sagen, teilweise die Steuerung echt für den Arsch. Ja, auf jeden Fall in so engen Räumen, ne? Ja. Jetzt sind wir in der großen Halle, genau. Jetzt muss ich da noch ein paar Leute töten, 20 Mal auf ihn schießen und dann ist immer so anstrengend, du bist ja 3-mal gestorben oder so, ne? Ja. Aber du hast dich letztes Mal auch dumm angestellt, du hast dich direkt auf dich geschossen oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja. Das sieht so geil aus, ne? Jetzt gib dem einfach mal ein Helm. Boah, diese scheiß Open. Das ist das Problem, man kann Scopes haben. Ich denke mal, von hier oben kannst du den ganzen Tag gucken. Bleib einfach mal hinter irgendeiner Ecke. Scope ran und dann. Digga, von wo denn? Ich sehe da nichts. Ah. Wo? In the smoke. So. Er hat den Schrei des Todes gemacht. Nein, Schuss, easy. Ja. Du hast wieder genug Schüsse. Ah, jetzt kommt das gleich erstmal, wo der Panzer da reinfliegt. Ja.
der darf jetzt noch nicht sterben, ich wollte auch noch rein. Das ist gut möglich. Ich glaube, die wollten mich da nicht töten. Doch, wollen sie. Ja, aber der hätte mich ja eben und fertig. Nee, nee, das Ding kann ja nicht. Das Teil, da kann ja gar nichts. Das befähigt irgendwie das andere. Ja. Das ist ja quasi ein kleines Kind. Und naja, okay, alles gut. Aber sonst gar nichts. Abgesehen von der Kleinigkeit halt. So, weißt du, der Eingang ist versperrt, aber die Fenster sind halt immer noch dran. Warum halten die Waffen alle eigentlich so gangstermäßig? Weil die cool sind. Was denkst du denn? Wie kam ich da letztes Mal eigentlich raus? Naja, du musst ihn dazu bringen, dass er da drauf schießt. Toll. Da kannst du vielleicht 20 Wochen schießen. Wenn ich dann mal. Das Gauber ist doch schon wieder ganz toll. Das ist so gut, oder? Weg! Lauf doch einfach weiter, Mann. Okay. War's das schon? Wow! Der Panzer. Ja, okay, wir haben es verstanden, die kommen da jetzt rein, er tötet die und ich bin dann wieder weg. Alles ja, cool. Richtig. Darf ich mich vielleicht bewegen? Ja, gut. Und da sind wir. Rausbewegen, das wäre richtig cool. Boah, Snake, da bist du echt schnell drauf gekommen. Oder wer auch immer gesetzt sind. Ja, irgendwie sowas. Nicht eigentlich, einfach weiter. Weg! Kannst du bald mal, Snake. Ich bin stolz auf dich. Oh Mann. Okay, krasse, da hat uns ja echt alle Fragen beantwortet. Ja. Ich verstehe einfach gar nichts mehr, Mann. Nope. Ich weiß nicht, vielleicht muss man tatsächlich die Tapes haben oder sowas. Ja, dann haben wir uns leider einfach die Tapes einmal an. Nee, aber ich meine so alle.
Genau, ich höre mir 4 Stunden oder 8 Stunden. Also ich gehe auch von mindestens 12 aus. Müsste eigentlich so da, bevor er umgefahren wurde, so: Hallo, ich bin Spider-Man. Oder so ein Alarm-Workbar müsste da aus dem Krankenhaus kommen. Das ist jetzt halt Snake. Wie gesagt, alles ganz entspannt. Na, irgendwo war das neulich, wo das wirklich einer gemacht hat. Was denn? Alarm-Workbar zu rufen, das war. Wo bist du nicht? Nee, nee, nicht draußen. Immer ein Schlag am Feuer, oder? Nicht gerade ausgucken, alles cool. Wir nehmen die Abkürzung. Jetzt mit dem Schempel. Das ist so geil. Sind und herschleudern. Ich habe so Bock auf das Training heute Abend, ne? Toll. Ich hab kein Wort verstanden. Vergiss die Mission halt jetzt schon zu Ende. Ja, so, hä? Was will diese Mission von mir? Ja, so Frage, wie machen wir das jetzt? Ich weiß erstmal noch gar nichts. Also auf jeden Fall stand danach, der Mission kann halt weiterspielen. So. Ich würde sagen, jetzt für das Let's Play gönnen wir uns jetzt nochmal hier die Audiospuren, die wir jetzt wahrscheinlich kriegen. Ja, ja, ja. Und die hören wir noch durch und ich glaube danach... Ja, mal gucken, was und wie viel das ist. Weil da steht halt nur... Wenn das jetzt 20 Tapes sind, irgendwie, die jeder eine halbe Stunde geht, dann... Also es sind insgesamt 8 Charaktere oder so. Ja, aber dann lassen wir... Okay, es geht noch weiter. Aber ich glaube, nach den Audiospuren, falls wir das machen, ist, glaube ich, das Let's Play dann auch offiziell beendet. Ja, davon kann man ausgehen. Er lebt doch noch. Nachdem er... This way, boss. Hurry. Sag ich doch. Das ist nämlich der eigentliche Big Boss. Wir haben jetzt, weißt du, was nämlich jetzt passiert ist? Soll ich dir kurz erklären? Wir haben Rollen getauscht. Ja, ja. Wir haben nämlich genau einmal Rollen getauscht. Ja, warte. Use that bike. It's tuned up and ready to go. Dirt bike, ja. War das bei der ersten Mission auch schon? Nein. I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. Best change your face, too. This one, he'll take your place. From here on, he's Snake.
fuck? My very own phantom, huh? Boss, the whole world wants your head. Don't worry, he can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? We'll meet again. Right. Okay, das hat jetzt die Fragen geklärt, aber... Fick die Welt, ich hasse dieses Spiel. Aber, ja, okay. Oh, also Audiospuren jetzt doch nicht mehr, oder wie? Nein. Nee, dann nicht. Okay, dann lassen wir das jetzt noch durchlaufen. Ne? Der Boss stirbt. Das sind ja gerade nur echte Geschehnisse, abgesehen von Skyface. Obwohl, ich habe keinen Plan, wie. Kann sein, dass er auch irgendwie. Naja, aber da steht auch was im Quiet. What the fuck? Das ist genau besser. Ja, die Frage ist, wer sind wir? Jetzt haben wir ein Horn im Kopf oder nicht? Ja, haben wir. Weißt du, was uns hätte direkt auffallen müssen? Ne, das ist damals übrigens auch passiert. Dass wir hier ein blaues Auge haben. Das blaue Auge, was wir unserem Charakter gegeben haben. Kommt wieder das geile Lied, ey. Now do you remember who you are, what you were meant to do? I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too.
You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. Now, he's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world, and with it, the future. I am you, and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're Big Boss. Das Lächeln war gerade voll nice. Was da drauf steht mit Operation. Operation Intrude Number 3. Ja. Das war fucking awesome. Das war richtig fucking awesome. Und so ein Spiel wird es nie wieder geben, weil scheiß Kojima weg ist. Na gut, Kojima ist ja wenig dran schuld. Was? Ja, an dem Beef, den wir da hatten, da ist ja... Ja, natürlich, aber... Ja, am wenigsten schuld. Ja, aber extrem geiles Spiel, muss ich sagen. Ja. Ja, extrem geiles Spiel. Ja. Ja. Gott. Und wir können ja schon mal sagen, was wir heute Abend wahrscheinlich aufnehmen werden. Darfst du jetzt machen. Jetzt weiß er nicht mehr, was für ein Spiel wir heute Abend spielen. Ich tippe auf Mirror's Edge. Ja. Genau, den neuen Teil. Spielen wir es eigentlich mit Controller, Maus oder Tastatur? Gucken wir mal. Mal gucken, aber ich glaube, auf der Gamescom haben wir es, glaube ich, mit Controller. Mhm. Weißt du, müsste beides gehen, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, mit Tastatur geht auch gut klar. Ja, vor allem, weil die Bewegungen teilweise auch noch ein bisschen schneller sind. Ja. Ja, okay. Ja, wir würde ich sagen, lassen das jetzt. Wie lange haben wir Zeit? 10 Minuten. Glaubst du, das ist in 10 Minuten durch? What the fuck? Lass es doch jetzt beenden, jetzt sind das genau zwei. Ja, okay. Dann das könnte, das ist genau das gleiche wie immer. Von daher würde ich sagen, haut rein, bis zum neuen Projekt. Und oder zu unseren anderen. Ja, oder zu unseren anderen. Oh, schreibt gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Oder, ja. Das war's. Oder einen Kommentar. Egal. Haut rein, bis zum nächsten Projekt. Und ciao. Ja. Don't you die on me, damn it. He be dropping. Intubate, now. Cardiac arrest, he's in BFib. Wir spielen zwar gerade mit Tastatur und Maus, aber egal. Ist ja scheißegal, wenn er die falsche Steuerung angezeigt wird, ne? Ich glaube, du hast falsch gelegt. No response. Hit him again.